Manchmal entscheidet man sich richtig und manchmal eben falsch. Aber das Wichtigste ist, dass man auch damit leben kann. Mein Name ist Jeremy Peters und ich bin 21 Jahre alt. Wir sitzen in der Scheiße, Jerry. Papa konnte die Raten nicht mehr bezahlen. Können wir denn nichts dagegen tun? Es laufen schon zwei zusätzliche Kredite bei der Bank. Vielleicht habe ich schon einen Job gefunden. Eine Bank, die ideal für uns ist. Eine super Sache. Was wir brauchen, ist ein Hack. Okay, wir werden also dahin gehen, wo sie aktiv sind. Dieser Junge ist brillant. Hi. Die Banken haben deinen Vater getötet, Jeremy. Ich will dir die Chance geben, deinen Vater zu rächen. Mit deinen Fähigkeiten. Sie wollen eine Bank überfallen. Er war für einen Cyberüberfall. Wer ist der Knirps eigentlich? Warum wir dir vertrauen sollten? Ich kann mit dem Laptop zaubern. Das Wertvollste einer Bank steht im Serverraum. Dort liegt das große Geld. 350 Millionen. Und die schnappen wir uns. Der Gerichtsvollzieher war hier. Dass alles weg ist, wirklich alles. Ich würde echt alles tun, um uns zu helfen. Willst du eine Bank überfallen? Das bringt mir meinen Vater nicht wieder zurück, ich weiß. Doch sie müssen dafür bezahlen. Holen wir uns das Geld. Ich sitze in der Scheiße, Mama. Ich habe versucht auszusteigen, aber er hat gedroht, dir und Lilly was anzutun. Jetzt mach schon, Jeremy! Ich habe hier ein krasses Problem. Wo ist das Geld? Verdammt nochmal! Es läuft wie geplant. Jeremy ist verschwunden. Manchmal entscheidet man sich richtig. Und manchmal eben falsch.